Wir sind heute Abend hier in der Bühne im Hof in St. Pölten, wo Manuel Ruber sein erstes Soloprogramm Goldfisch präsentiert. Wir gehen jetzt gleich in die Garderobe hinauf und treffen ihn zum Interview. Nicht so. Ja. Gut, danke fürs Zeitnehmen so kurz vor der Vorstellung. Sehr gerne. Sie sind ja das erste Mal jetzt solo unterwegs. Ja. Vor und hinter der Bühne, ist es da jetzt ein bisschen einsam im Vergleich zu früher? Auf der Bühne ist es ein bisschen einsamer. Okay. Vor und hinter, ich habe meinen guten Freund eingespannt, der Technik und Komposition macht und der mit auf Tour ist. Weil ich der die Boris Vierler? Nein, oder? Andreas Nein. Hamster heißt okay. Der. Boris Vierler ist diesmal nicht dabei, weil die trostlose Wurstplatte in der Garderobe alleine ist nicht zu ertragen. Okay, alles klar. Ihr Programm trägt den Titel Goldfisch. Jetzt ist ja das Tier ein eher stummer Zeitgenosse, der seine Umwelt aus einem Glas wahrnimmt. Warum der Titel? Erstens mag ich gern so Titeln, die relativ ergebnisoffen sind und gleichzeitig so ein bisschen leuchten. Ich mag gern so Hauptwörter als Titel. Vor allem darf ein Titel, finde ich, nicht witzig sein. Das finde ich ganz fürchterlich, wenn man im Titel schon zeigt, wie originell man ist. Und der Fisch war im Schreibprozess. Einen Schreibprozess kann man nur bedingt kontrollieren. Und irgendwann ist dieser Fisch tatsächlich dahergeschwommen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und das hat mir dann insofern auch ganz gut in den Kram gepasst, weil es um Aufmerksamkeitsspannen geht und so. Und dem Goldfisch wieder unterstellt, was wissenschaftlich schon überholt ist. Aber dass er sich nur 11 Sekunden konzentrieren kann und so. Und den modernen Smartphone-Menschen geht es ähnlich. Wir können uns auch nicht mehr gescheit konzentrieren. Und darum geht es auch. Und deswegen hat der Goldfisch dann ganz gut gepasst. Das heißt, was erwartet das konzentrierte Publikum dann? Hoffentlich? Hoffentlich eine Kurzweiligkeit, der Sie folgen können. Die Situation ist recht schnell erklärt. Die Bühnenfigur, die so heißt wie ich, wurde verlassen von allem, von seinem Bühnenpartner, von seiner Frau, von seiner Couch, von seinen Kindern. Und die Kinder haben ihm quasi als Beschäftigungstherapie den Fisch dagelassen. Und genau, das ist die Ausgangssituation für einen Monolog über die Dinge, die mich in den letzten 2 Jahren so beschäftigt haben. Okay. Im Programmintro heißt es, dass es vor allem ums Fair- und Aufschieben geht. Was schieben Sie jetzt schon lange vor sich her? Viele, viele Dinge. Also ich bin auf der einen Seite, glaube ich, gut organisiert, weil ich fast neurotisch bin. Ich schreibe Listen, es kommt auch im Programm vor für alles. Und gleichzeitig gibt es viele Dinge, die ich... Da bin ich relativ banal, von Steuererklärung bis hin zu den regelmäßigen Sport, den man sich selbst verordnet hat, bis zum letzten Moment aufschieben. All diese Dinge und das kommt sich immer wieder in die Quere. Okay, was wäre jetzt das Nächste, was oben auf der Liste steht und wirklich umgesetzt wird? Ich habe angefangen, in Italienisch zu lernen, habe dann bei den Endproben aufgehört, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt wirklich nicht, ich muss jetzt das Programm lernen. Okay. Und jetzt ist das Programm eigentlich gelernt, also zumindest müsste es jetzt funktionieren, weil ich spiele ja jetzt schon. Und jetzt versuche ich seit 2 Wochen den Grund rauszuzögern, warum ich nicht wieder anfange mit meinen italienischen Lessons. Aber okay. Nächste Woche dann. Und was ist der Grund? Gibt es? Na, Faulheit, dass ich lieber okay. Sport schaue oder ein Glas Wein trinke dann. Es ist einfach Faulheit. Okay. Oder? Ja. Sie treten heute Abend nicht in der künftigen Kulturhauptstadt Europas 2024 an, weil der Zuschlag ja an Bad Ischl gegangen ist, leider. Verstehen Sie den Schmerz der Landeshauptstädter oder das geknickte Selbstbewusstsein? Ich verstehe den Schmerz auch sehr. Ich hätte mich sehr gefreut. Ich hätte es auch würdig und recht empfunden bei St. Pölten. Aber vielleicht ist St. Pölten einfach, steht vielleicht schon so gut da, dass es nicht notwendigerweise das braucht. Vielleicht hat es Bad Ischl einfach nötig. Okay. Was hätte Ihrer Meinung nach vielleicht den Zuschlag doch nach St. Pölten gebracht? Hätten Sie da eine Idee gehabt, wie man... Nein, wie man im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ich kenne das Bewerbungskonzept nicht genau, okay. Aber ich finde, dass St. Pölten sich wirklich nicht verstecken muss in keiner Weise. Ich finde, man kann in St. Pölten mittlerweile wahnsinnig gut Kaffee trinken sogar, was immer ein Kriterium ist, finde ich, aber in der Stadt gut, es hat auch in Wien lang gedauert. Es gibt die Dreisen, es gibt viel Kultur, die Innenstadt ist wahnsinnig schön und trotzdem ist es, also meine Kinder würden ja gerne nach St. Pölten ziehen. Also die Großeltern sind in St. Pölten, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, und ich finde St. Pölten super, aber ich bleibt doch in Wien. Okay, ich glaube, der Herr Bürgermeister hätte sich sehr gefreut, jetzt, wenn man was Neues verkünden könnte. Da. Okay, ja. Alles klar. Was schätzen Sie in der Stadt, jetzt abgesehen von der Kultur? Gibt es einen Geheimtipp? Ein Geheimtipp?
Geheim? Ja, ich meine, es ist alles kein Geheimtipp, aber das Vincenz Pauli zum Beispiel mag ich sehr gerne. Da kann man sehr gut essen, sehr gute Weine. Ich finde es auch wahnsinnig schön restauriert. Also, und sonst, ich meine, Geheimtipp, nein, das traue ich mir nicht zu, weil das eh jeder kennt, was ich kenne, aber dass man gleich eben in der Natur ist, dass man super laufen gehen kann. Okay. Ja. Sie betonen immer wieder Ihre starke Bindung zur Bühne im Hof und zu St. Pölten wissen wir ja jetzt schon. Ist das heute eine Art Heimspiel für Sie dann? Im besten Fall wird es zu einem Heimspiel. Das weiß man ja vorher nicht, wie die Leute drauf sind, wie man selber drauf ist. Das ist ja immer ein Miteinander auch. Für mich ist es schon ein bisschen ein Heimkommen auch immer, auf jeden Fall. Und was ich so explizit schön finde, ist, wenn man sieht, dass ich mag die Menschen wirklich sehr, die hier arbeiten. Weil das, also ein Beispiel von heute, wir waren zu früh da und trotzdem haben uns 4 Menschen schon empfangen, um das Auto auszuladen. Das ist einfach, sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, das ist achtsam, das ist schön. Das dann ausmachen. Total. Alles klar, das wäre es eigentlich schon wieder. Danke für das Gespräch. Danke. Und alles Gute für heute Abend. Ja, danke schön.